Nico, das erste NHL-Spiel ist vorbei. Wie war es? Ja, sehr speziell. Es war cool, da draussen zu spielen. Und die Fans haben es ziemlich speziell gemacht. Und einfach, ja, ich habe es genossen, jede Sekunde. Und am Schluss bin ich froh, dass ich gewonnen habe. Die Fans haben deinen Namen skandiert. Hast du das mitbekommen? Was hast du empfunden? Das habe ich vorher auch gehört, aber das habe ich selber eigentlich nicht mitbekommen. Ich glaube, ich war auf dem Eis und habe mich konzentriert, also ich habe es gar nicht mitbekommen. Von uns hatten wir das Gefühl, das war eigentlich recht schnell gut im Spiel drin. Wie hat es bei dir selber ausgesehen? Ja, also ich muss sagen, am ersten Schiff bin ich schon ein bisschen nervös gewesen, aber das habe ich nicht gewusst. Und nachher nach dem ersten Schiff war es gerade wieder gut gewesen und bin besser ins Spiel gekommen nach jedem Schiff. Und das Team hat mir gut geholfen und ja, also am Schluss war es super gewesen. Ist es so gewesen, wie du es erwartet hast? Ja, also ich glaube, da kann man sich nicht viel erwarten. Also ich glaube, das musst du selber erleben. Du darfst nicht zu viel erwarten und nicht zu wenig erwarten. Einfach mit Freude dahinter gehen und nachher kommt es genauso, wenn es kommt. In der 39. Minute hast du eine sehr schöne Aktion gehabt, links durch. Wie hast du die empfunden? Ja, das weiss ich, glaube ich, noch. Ja, da habe ich einfach gesehen, dass ich jetzt Goal ziehen kann und versuche, einen Backhand zu ziehen. Aber am Schluss ist irgendwie etwas noch dazwischen gekommen, das leider nicht geklappt.